Jede vierte Person in Deutschland hat einen Migrationshintergrund. Die Gesellschaft ist divers. Die Medien vermitteln jedoch ein anderes Bild. Oft werden Menschen mit Migrationshintergrund auf ihre Herkunft reduziert. Das Projekt MIKOPA möchte das ändern. MIKOPA, das steht für Migration, Kommunikation und Partizipation. Es ist ein Kooperationsprojekt des Zentrums für europäische und orientalische Kultur und des Instituts für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universität Leipzig. Koordiniert wird das Projekt von Isabel Herling. Also das Ziel von MIKOPA ist, dass die mediale Öffentlichkeit oder öffentliche Diskurse im Allgemeinen diverser werden. Das heißt, die Diversität, die Vielfalt, die es in der Gesellschaft schon real existiert und vorhanden ist, eben auch sich wiederfindet und wiedergespiegelt wird. Und dass es halt da einen Wandel gibt, also auch strukturell in der Gesellschaft, sodass es möglich wird. Eine jährliche Fachtagung ermöglicht den Austausch zwischen Praxis und Wissenschaft. Also man sollte als universitäre Einrichtung oder als Wissenschaft mehr Transfer in die Gesellschaft ermöglichen, weil gerade in der Gesellschaft so viel passiert, ändert sich viel und die Ergebnisse auch helfen können. Mir geht es nicht darum jetzt, dass man nur aus der Wissenschaft etwas nach außen kommuniziert. Nein, es geht um Gegenseitigkeiten, also gegenseitigen Austausch, dass man auch Input aus der Praxis bekommen kann, die man aus zu Forschungsideen generieren kann. In diesem Jahr dreht sich die Konferenz um das Thema postmigrantische Allianzen und Kommunikation für Pluralität und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und diese postmigrantischen Allianzen wollen wir halt gerne untersuchen oder zur Diskussion stellen, weil diese Begriffskombination auch noch relativ neu ist und praktisch noch nicht so festgesetzt, was wir eigentlich damit meinen, wenn wir das benutzen. Aber genau das stellen wir halt zur Diskussion. Auf der Konferenz stellen diverse postmigrantische Organisationen sich und ihre Arbeit vor. Das, was wir als nächstes erreichen müssen, ist aus dieser Blase der Believers herauszutreten. Und das ist wahrscheinlich auch was die politischen Akteure jetzt so langsam hinkriegen müssen. Das ist einfach ein ungemein spannendes Thema. Ich interessiere mich für gesellschaftliche Kommunikation. Ich interessiere mich dafür, inwieweit Kommunikation dazu beitragen kann, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu erhöhen. Und da sind die Themen, die auf der Konferenz angesprochen werden, ja sehr wichtig. Zum Abschluss diskutieren die Gäste mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Medien über Diversität und Solidarität. Eine Konferenzreihe hat uns in unserer Professionalisierung sozusagen einen Schritt weitergebracht. Da konnten wir diese Ergebnisse, diese Fähigkeiten, diese Kompetenzen mit Fachleuten gemeinsam auf Augenhöhe miteinander in einem Format neu stricken. Die Konferenz findet dieses Jahr zum vierten Mal statt. MIKOPA möchte in Zukunft neben der Konferenzreihe auch Webinare und Workshops anbieten. Gerade jetzt in dieser Zeit denke ich, dass wir nicht genügend solche Projekte haben können. Und da geht es halt darum, dass man gemeinsam weiterkommt, gemeinsam mehr gehört wird. Und auch, dass man sich halt gemeinsam oder gegenseitig halt irgendwie befruchten kann, um ja, Neues zu entwickeln.